Damit begrüße ich euch zurück zu einer weiteren Folge von Black Mirror 3. Ja, Adrian steht hier immer noch im Gemeinschaftsraum, beziehungsweise hier in dem Teezimmer, wo früher immer Victoria saß und mit Samuel geredet hat, falls ihr euch daran erinnert. Ja, hier an der Wand haben wir einen besonders komischen schwarzen Fleck, der aussieht wie ein Kreuz, was ein bisschen umgedreht ist. Was sind das denn für Flecken? Sieht wie Schimmel aus. Gesund ist was anderes. Oh ja, vor allem schwarzer Schimmel ist, glaube ich, somit der schlimmste Schimmel, den man im Hause haben kann. Und natürlich, wie jedes Mal, fahren hier natürlich besonders laute Autos an meinem Fenster vorbei. Verzeihung deswegen, ich kann das auch nicht sehr gut rausfiltern aus der Aufnahme. Aber naja, ich hoffe, ihr könnt damit leben. Das ist das Pferd, von dem Henry in seinen Aufzeichnungen geschrieben hat. Genau, wir müssen nämlich immer noch dieses Rätsel mit dem Tresor lösen, weil wir brauchen ja unbedingt Geld, um die Handwerker zu bezahlen. Er hat ja leider keins dabei. Ja, wir haben hier immer noch diese Löcher. Sieben kleine Löcher nebeneinander. Könnten zur Belüftung dienen, falls da drin irgendeiner von Mordreds Kollegen wohnt. Sieht aber eher so aus, als müsste man da irgendwas reinstecken. Ja, ich habe ja auch schon so eine Vermutung. Soweit ich weiß, habe ich ja auch schon etwas gebastelt, nämlich ein Stück Bilderrahmen, nämlich mit hier den Zahnstochern, ne? Ja, das Ding passt. Aber es sind nur zwei Metallstifte und sieben Löcher. Ja, und wenn du das da reinsteckst? Die Zahnstocher kann man alle etwa 2 Zentimeter in die Löcher reinschieben, aber so allein nützt mir das noch nichts. Okay, das heißt, er will das nicht reinstecken. Ein verkohltes Stück Bilderrahmen. Es stecken zwei Metallstifte drin. Ich frag mich ja, wo sind die anderen Metallstifte? Die müssten ja eigentlich auch dort oben sein. Oder sind die verloren gegangen im Laufe der Zeit? So, wir schauen uns nochmal das Porträt an von Durkheim. Auf den ersten Blick kann ich nichts erkennen. Auch hinten drauf ist nichts Besonderes. Hier haben wir nämlich auch sieben Löcher. Sieben kleine Löcher? Vielleicht eine Art Reparaturmaßnahme? Vielleicht müssen wir auch dort die Zahnstocher reinstecken, ne? Kann ja sein. Die Löcher sind unterschiedlich tief. Okay, kannst du die vielleicht irgendwie abbrechen? Die Zahnstocher stecken unterschiedlich tief in den Löchern. Ich müsste jetzt nur noch eine Möglichkeit finden, sie so wie sie sind wieder rauszuziehen. Ja, Adrian. Die Zahnstocher, ich müsste jetzt gut, nur noch... Gut, und was ist, wenn wir das jetzt noch draufstecken? Ha, eine geniale Idee. Ich breche die Zahnstocher alle auf einer Linie ab und stecke sie dann in die Löcher in dem Stück Rahmen. So habe ich ein Abbild des Schlüssels. Genial. Ja, dann haben wir doch den Schlüssel. Selbstgebauter Schlüssel. Sehr, sehr schön. Das ging aber jetzt flott. Warum haben wir damit in der letzten Folge so lange gebraucht? Also so lange rumgemacht? Mir fiel jetzt kein besseres Wort ein. Ja, ich leide manchmal unter Wortfindungsproblemen. Okay. Da stecken wir mal hier rein. Na bitte, das passt. Und jetzt drücken wir hier auf diese verdächtige Stelle. Ich habe ein Klacken gehört. Ha, geschafft. Wow. Bargeld. Hier, nimm dir mal Bargeld mit. Ist ja jetzt eh deins. Wow. Das müssen Tausende von Pfund sein. Besser, es erfährt niemand davon. Für den Inspektor wäre das ein gefundenes Fressen. Oh ja. Ich nehme nur ein paar Scheine mit. Als Bezahlung für den werten Herrn Greg. Ja, mach das. So viel? Das sind etwa 800 Pfund. Die werden für die Handwerker reichen. Okay, und ein Brief. Hui, ein uralter Brief.
Aus Mordreds Zeiten. Mit Wappen und Siegel. Sieht aus, als käme er direkt von einem König. Der Brief stammt von einem Schreiber des Papstes Innozenz des Dritten. Darin steht die weitere Vorgehensweise bezüglich des Zwischenfalls mit Mordred. Brief des Heiligen Vaters Papst Innozenz des Dritten an den getreuen Lord Marcus Gordon, Duke of Black Mirror. Bester Lord Marcus Gordon, ich schreibe in großer Sorge über die Entwicklungen im Fall Mordred. Meinen Anweisungen zur weiteren Vorgehensweise ist umgehend Folge zu leisten. Als erstes verlange ich strengste Geheimhaltung und die Versiegelung sämtlicher Zugänge zum Ritualraum. Des Weiteren soll eine Akademie eingerichtet werden, um die Möglichkeiten für die 5 kleinen Portale genauer zu erforschen. Was das große Portal angeht, so sind sämtliche Aufzeichnungen dazu umgehend in das Archiv des Vatikans zu übersenden, da das Bekanntwerden seiner Existenz das Christentum in seinen Grundfesten erschüttern würde. Das Sprechen, Denken und Schreiben über das Schattenportal ist ab sofort ein Akt der Ketzerei und muss nach den Regeln des 4. Lateranum bestraft werden. Die Gordons sind von heute an bis auf päpstlichen Widerruf dafür verantwortlich, dass niemals jemand dem Schattenportal zu nahe kommt. Mit großem Vertrauen in euch und unendlicher Zuversicht in Gott sende ich euch meinen apostolischen Segen. Aus dem Vatikan, 29. September 1213, am Festtag des heiligen Erzengels Michael, Innozenz der Dritte. Aus Erde geformt, in Schuld empfangen, zur Strafe geboren, tut der Mensch Böses, das nicht gestattet ist, Schändliches, das sich nicht geziemt, Eitles, das nichts nützt und wird schließlich zur Nahrung des Feuers, zur Speise der Würmer zu einem Haufen Fäulnis. De miseria conditionis humanae, die Unvollkommenheit des menschlichen Daseins. Oha! Oha, oha, oha! Ein Schattenportal? Und da ist ja auch die Rede von den kleineren Portalen, die wir ja auch schon gesehen haben in der Akademie, ne? Falls ihr euch erinnert, mit Angelina. Interessant, interessant. Und vor allem, das ist ja überhaupt nicht deprimierend, dieser letzte Satz hier, ne? Wow. Auf der Rückseite hat jemand etwas notiert. Die Schrift sieht allerdings nicht so alt aus wie die auf der Vorderseite. Der Menhir in der Halle muss versteckt werden. Die Menhire, die rund um das Schloss stehen, scheinen direkt mit den Dämonentoren zusammenzuhängen. Ob es das war, was Victoria mir sagen wollte, bevor sie starb? Ich sollte mir die Verteilung der Menhire auf meiner Karte notieren. Ich schließe den Safe sicherheitshalber wieder. Ja gut, wir müssen uns die Menhire aufschreiben, wo die stehen, also die Punkte. Haben wir überhaupt was zu schreiben dabei? Ja, die Wanderkarte. Aber haben wir denn ein Blatt Papier? Okay, dann wollen wir erstmal zu den Arbeitern gehen und diese bezahlen. Hi Greg. Hey Adrian. Haben Sie die Finanzen geklärt? Jetzt fällt mir auf, er hat die gleiche Stimme wie der eine Typ. Wie hieß der noch? Er hat auf jeden Fall die gleiche Synchronstimme wie noch jemand aus diesem Spiel. Aber mir fällt gerade der Charakter nicht ein. War das der Typ am Anfang? Ja, ich glaube am Anfang in der Zelle. Er hat genau die gleiche Stimme wie der hier. Also dieser komische Matt, oder wie der hieß. Ich denke, das sollte fürs Erste reichen. Ja, das sieht gut aus. Werden Sie jetzt Ihre Arbeit fortsetzen? Das kommt drauf an. Haben Sie denn was für mich? Oh ja, Küche renovieren, Fassade renovieren, Arbeit, Teestube renovieren. Nein, nicht die Teestube, oder? Die Küche sieht ja furchtbar aus. Wann wird da weiter aufgeräumt? Sobald noch mehr Stützen geliefert werden. Momentan würde einem die Decke auf den Kopf fallen, wenn man da was macht. Aha. Und die Fassade? Die Fassade könnte mal von dem ganzen Ruß befreit werden.
Sie werden doch irgendwo eine Bürste haben. Ja, nur... Miss Antolini meinte, die Fassade wäre nicht so wichtig. Sehe ich etwa aus wie Miss Antolini? Schon gut, Adrian. Ich mache mich ja gleich an die Arbeit. Und ab jetzt, Sir Adrian, wenn ich bitten darf. Da waren aber noch zwei Themen. Schade. Na, Telefon. Wer mag das sein? Keine Ahnung. Hallo? Oh, hallo Dr. Winterbottom. Alles in Ordnung bei Ihnen? Hallo Adrian. Das wollte ich eigentlich Sie fragen. Alles okay soweit, danke. Sie sind schon 5 Minuten zu spät für unsere Hypnosesitzung. Ich habe noch andere Termine und würde diese ungern verschieben. Ach ja, entschuldigen Sie. Ich ziehe mich noch kurz um und komme sofort, okay? Ich bin gleich bei Ihnen. In Ordnung. Bis gleich, Adrian. Da waren Sterne, mitten im Erdloch. Was für ein Erdloch? In das Angelina gefallen ist? Ja, und als ich da reinschaute, habe ich zuerst gar nichts gesehen. Nur Schwärze. Und dann war da aber was in der Dunkelheit. Kleine, flimmernde Lichtpunkte. Bis ich begriff, dass es Sterne waren, die da funkelten, unter der Erde. Eine schöne Vorstellung. Sie waren angeordnet wie ein Sternbild. Welches Sternbild? Das weiß ich nicht. Außer dem kleinen und dem großen Wagen kenne ich kaum eins. Ich schon. Zeichnen Sie mir die Sterne doch einmal auf, Adrian. Vielleicht kenne ich das passende Sternbild dazu. Sternbilder stellen meist mythologische Figuren dar. Vielleicht hat das ja irgendwas zu bedeuten. Sieht ein bisschen aus wie die Corona Borealis, die nördliche Krone. Aber die besteht aus 7 Sternen, nicht bloß aus 6. Außerdem ist sie nach oben offen, von der Nordhalbkugel aus gesehen, also kommt ja auf den Standpunkt an. Die Corona Australis, die südliche Krone, die könnte von der Form her schon eher passen. Die ist nach unten offen. Aber die hat noch ein paar Sterne mehr, nämlich 11. Wenn man die Doppelsterne einzeln zählt. Sind Sie sicher, dass auf Ihrer Zeichnung nichts fehlt? Ja, ganz sicher. 6 Sterne, genauso sah es aus. Dann kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Ich kenne kein Sternbild, das so aussieht. Tut mir leid, Adrian. Na, macht nichts. Vielleicht bedeutet es ja auch gar nichts. Vielleicht. Wenn es wichtig für Sie ist, wird es sich früher oder später noch einmal zeigen. Adrian, vertrauen Sie darauf. Und wie geht es Ihnen sonst? Ich meine, als frischgebackener Schlossherr. Irgendwie seltsam. Das kommt mir alles so unwirklich vor. Ich meine, ich habe mein ganzes Leben in Boston verbracht, als Darren. Und nun bin ich hier, darf mich der letzte Gordon nennen und sitze allein in einem halb verbrannten Geisterschloss. Zum Glück sind die Handwerker da, sonst hätte ich bald das Gefühl, dass ich selbst ein Geist bin. Ich bin ja auch noch da, Adrian. Sie sind nicht allein. Hatten Sie die Gelegenheit, sich von Ihrer Urgroßmutter zu verabschieden? Ja, das war gut. Sie hat mir noch einiges mit auf den Weg gegeben. Darf ich fragen, was Ihre letzten Worte an Sie waren? Sie hat mir gesagt, wie ich meinen Seelenfrieden finden kann. Ich soll es nicht machen wie mein Vater, sondern den Weg bis zum bitteren Ende gehen und bei den Menhiren anfangen. Bei den Menhiren? Das hat sie immerzu wiederholt. Bei den Menhiren, bei den Menhiren. Es schien ihr enorm wichtig zu sein. Dann sollten Sie das wohl beherzigen. Die Zeichnung nehme ich besser mit. Vielleicht fällt mir ja noch was dazu ein.
Okay, die Zeichnung hat er jetzt mitgenommen. Also, Zeichnung eines Sternbilds. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt die Menhire abgehen. Diese Zeichnung habe ich bei Dr. Winterbottom in der Sitzung gemacht. Es ist ungefähr das Sternbild, das ich im Traum gesehen habe. Ja, ich vermute, wir müssen jetzt wieder zurück zu unserem Anwesen und mal schauen, wo die Menhire stehen. Hm? Oh, Mr. Michaels, gut, dass Sie kommen. Zu Ihnen wollte ich gerade. Zu mir? Wieso? Ist mal wieder jemand ermordet worden? Das ist noch nicht ganz klar. Zumindest gab es einen Todesfall vor dem Schloss auf Ihrem Grundstück. Was? Bitte? Sie machen Witze, Zack. Das würde ich niemals tun, Mr. Michaels. Bitte kommen Sie mit zum Schloss. Der Inspektor will mit Ihnen reden. Ich komme. Hä? Hier, kommen Sie. Sehen Sie. Da ist es. Da wurde Gregory erschlagen. Der wurde allerdings schon abtransportiert. Direkt vom steinernen Totenschädel. Da war nichts mehr zu machen. Ich nehme an, der Inspektor will mich sprechen, Zack? Und er ist schon mal vorgegangen und wartet im Schloss auf mich, richtig? So sieht's aus. Oh je, und Adrian ist quasi daran schuld, weil er hat ihm ja gesagt, er soll die Fassade putzen. Ist das das Zeug, mit dem Greg die Fassade reinigen wollte? Oh, und er nimmt das mal mit. Das ist Industriereiniger. So viele Warnhinweise habe ich bisher nur auf Säureflaschen gesehen. Den nehme ich mit. Und die Bürste hier auch. Putzen kann man hier schließlich genug. Okay. Industriereiniger, Unfallstelle. Das ist Blut. Gregs Blut. Ich kann nicht fassen, dass er tot ist. Erschlagen von einem Totenschädel. Unbegreiflich. Und was ist das hier? Schwarzer Schimmel? Seltsam. Ich dachte immer, Schimmel bevorzugt dunkle und luftdichte Stellen. Komisch, dass er ausgerechnet an diesem luftigen Platz wächst. Das Schloss scheint wirklich langsam zu vergammeln. Höchste Zeit, dass es renoviert wird. Noch besser wäre wahrscheinlich ausräuchern. Aber gründlich. Oh ja. Ausräuchern von der Macht des Bösen. Weil ich glaube, dass das kein Zufall war, dass der Schädel genau hier runtergefallen ist. Und genau dann, während er hier die Fassade putzt. Gott. Steve? Ja? Naja, also er hat überlebt, also er war es nicht. Der Fleißigere. Ne, und ich sag mal so. Der andere, also Greg, war ja auch ziemlich faul, ne? Natürlich gönnt man keinem, dass er so auf so elendige Art stirbt, aber naja. Können Sie mir sagen, wie genau der Unfall passiert ist? Der Steinschädel von da oben hat Greg erschlagen. Ja, das dachte ich mir schon, aber wie konnte das passieren? Ich weiß es nicht. Greg war ja allein hier draußen, wollte die Fassade putzen, wie Sie gesagt haben. Da hat er vielleicht eine Pinkelpause eingelegt und als er unter dem Schädel langkam, bam! Vermutlich ist der jahrhundertealte Stein durch den Brand rissig geworden und in sich gebrochen. Vielleicht haben ja die Vibrationen der Bohrmaschine das Gemäuer erschüttert und dann ist der lose Brocken einfach abgefallen. So erklären Sie sich das. Aber wenn Sie mich fragen, dann passiert hier nichts einfach so. Dieses Schloss ist verhext. Und das weiß jeder hier. Die Mauern leben. Wenn wir ein Loch zugemauert haben, war es am nächsten Tag wieder da. Genauso mit dem Schädel. Der hat nur darauf gewartet, dass jemand unter ihm steht, um abzufallen. So sehe ich das. Nehmen Sie es mir nicht krumm, Sir, aber ich will nicht der Nächste sein. Was soll das heißen, Steve? Wollen Sie etwa kündigen? Ja, tut mir leid, Sir, aber ich hätte auf meine Frau hören sollen. Die wollte von Anfang an nicht, dass ich hier arbeite. Lieber bei Murray ohne bezahlte Pausen arbeiten, als im Black Mirror Castle ohne Kopf. Das hat sie gesagt und ich hätte auf sie hören sollen. Steve, warten Sie!
Tut mir leid, Sir. Und wenn ich Ihnen einen Rat geben darf. Finden Sie jemanden, dem Sie das Schloss verkaufen können. Irgendeinem reichen Bekannten von Ihnen aus Amerika. Und bis dahin bleiben Sie nicht unter einem Steinschädel stehen. Naja, irgendwie hat er ja recht. Aber ich glaube nicht, dass Adrian davon betroffen ist. Schließlich trägt er ja Mordred in sich und ich glaube nicht, dass das Schloss seinen Schlossherrn umbringt. Kann ich kurz etwas fragen? Kennen Sie die Geschichte der Gordon-Brüder? Marcus und Mordred? Nein, aber ich kenne die von Tom und Bobby. Die reicht mir voll und ganz. Alles klar. Ich mag den Humor des Spiels. Vielleicht sollten Sie sich das verlassene Haus mal ansehen. Ich glaube, da geschehen seltsame Dinge. Aha. Und was für Dinge? Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, da werden Menschen gefoltert. Klar. Was sollte man in einem verlassenen Haus im Wald auch sonst tun? Wieso nimmt mich hier keiner ernst? Soll ich Ihnen nochmal Ihre Aussage vorlesen? Blutige Rituale, jahrhundertealte Flüche, ein mysteriöser Orden und eine mordende Zwillingsschwester. Schon gut, vergessen Sie's. Auf Wiedersehen, Constable. Okay, wir müssen also jetzt zurück zur Polizei. Ich sollte mich zuerst um den Inspektor kümmern. Ach so, der ist ja hier drin. Ganz vergessen. Inspektor, Sie haben bestimmt ein paar Fragen an mich. Ach, weißt du, eigentlich kann ich mir deine Antworten schon denken. Die kenne ich schon. Und bestimmt hast du auch ein ganz tolles Alibi. Allerdings. Ich war bei Dr. Winterbottom, genau wie es in meinen Kautionsbestimmungen steht. Fragen Sie Ihren Constable. Na bitte, ein erstklassiges Alibi. Siehst du, die Spucke für ein Gespräch mit dir kann ich mir sparen. Ich muss mich nur hier umsehen, in dem großen Schloss voller alter Kunstgegenstände, die bestimmt ein Vermögen wert sind. Auf dem riesigen Anwesen, da kriege ich schon meine Antworten, Mr. Erbschleicher. Bitte was? Genug! Ich werde mir deine Beleidigungen nicht länger anhören. Ich weiß nicht, was du in deinem kümmerlichen Bauernschädel alles zusammenreibst. Und ich will es auch gar nicht wissen. Ich bin nicht irgendein Sagensucher, der planlos herumtappt und dem man alles anhängen kann. Ich bin ein Landbesitzer und der Schlossherr von Black Mirror Castle. Ein mächtiger Lord. Und wer bist du? Hä? Ein kleiner, strafversetzter Bulle. Und jetzt raus hier und zwar schnell! Okay, okay, Adrian. Für Sie ab jetzt Sir Adrian Gordon, kapiert? Und lassen Sie sich hier erst wieder blicken, wenn Sie einen Durchsuchungsbefehl haben. Wow, das war längst fällig. Gebe ich dir vollkommen recht, Adrian. Ich lasse mir nichts mehr bieten. Egal von wem. Ich bin nicht einfach irgendwer. Ich bin ein Gordon. Und nicht irgendeiner. Ich bin der Einzige. Der Letzte der kümmerlichen Marcus-Linie wird der Erste der mächtigen Mordred-Linie sein. Okay. Mordred ist jetzt langsam mal wieder gut. Tja, ab jetzt bin ich allein im Schloss. Keiner mehr da. Endlich habe ich meine Ruhe. Niemand will was von mir. Kein Alibi, kein Geld, kein gar nichts. Ich meine, außer einem Urahn, der meinen Körper in seinen Besitz bringen will. Ich sollte besser schnell herauskriegen, was es mit diesen Menhiren auf sich hat, von denen Victoria sprach. Ja, dieser Urahn hat sich auch gerade gemeldet. Was habe ich gerade gesagt? Niemand will etwas von mir? Wer kann das denn jetzt schon wieder sein? Na nur? Vermutlich hat man vorne am Tor geklingelt. Vorne am Tor? Merkwürdig. Hä? Aber hier ist niemand. Vielleicht im Briefkasten?
Was haben wir da? Noch mehr Post. Aha. Ein Brief von Murray? Was will denn der Kerl schon wieder? Solange Sie den Hotelzimmerschlüssel nicht zurückgebracht haben, berechnen wir Ihnen 100 Pfund pro Tag. Was? Eine Rechnung über 500 Pfund für 5 Tage? Ich glaube, dem geht's zu gut. Echt mal. Ein leerer Briefkasten. Der spinnt wohl. Also, dieser Murray, ne? Gott, ey. Komischer Typ. Also, der will Reibach machen, ja, mit seiner Statuette da, die er da aufgestellt hat, also mit diesem komischen Pappaufsteller, ja, mit Fotos von uns und Fotos vom Schloss und diesem komischen Museum und dann verlangt er auch noch 100 Pfund pro Tag für so einen Kackschlüssel. Ich glaube, dem geht's wohl zu gut. Da hast du wirklich recht, Adrian. Ich glaube, das ist einer dieser Menhire, die Victoria erwähnt hat. Sie sollen mir den Eingang weisen, nur wohin und wie? Tja, das ist die Frage. Hier, kannst du die einzeichnen? Vielleicht ist die Anordnung der Menhire wichtig. Ich trage ihn mal in meine Karte ein. Ich lege mir ein Blatt Papier auf die Wanderkarte. Dann kann ich mir wichtige Informationen darauf notieren. Okay, sehr schön. Aber wieso hat sich die jetzt nicht automatisch geöffnet? Ah, okay, hier ist also das Schloss, die Schlosshalle. Wir können uns jetzt also direkt in das Schloss teleportieren mit diesem komischen Zettel, der da drauf ist. Ja, sehr interessant. Wir gehen jetzt mal hier die Waldstraße entlang. Ich wollte nämlich mal was schlau... was schauen. Ja, wenn man so ein paar Tage lang nicht aufgenommen hat und so, dann ist man halt aus diesem Redefluss raus. Und dann verspricht man sich halt oft. Oder weiß halt manchmal auch nicht, was man sagen will, ne? So, wir gehen mal zur Hütte, weil ich kann mich nämlich daran erinnern, dass da was war. Oh, hier sieht's aber noch total normal aus. Ich lasse Ralph erstmal seine Ruhe. Okay. Aber bedrohliche Musik, ne? So, was sollen wir denn jetzt machen eigentlich? Ja, ich würde gerne mal wissen, wie dieses komische Tagebuch funktioniert. Ich möchte gerne... Moment, hier mal Inhaltsverzeichnis. Hütte im Wald. Murray's falsch aus. Ihre Defekt. Hä? Der Orden? Merkwürdig. Das Tagebuch kann man ja überhaupt nicht gebrauchen. Also das ist wirklich... Keine Ahnung. Wir gehen mal hier zum Gordon's Palace. Wir sollen ja den Hotelschlüssel abgeben. Ich wohne jetzt im Schloss. Eigentlich müsste ich Murray nie wieder begegnen. Ja, eigentlich. Aber ich habe den Hotelschlüssel noch. Und den würde ich dem alten Schlitzohr nur zu gern persönlich vor den Latz knallen. Ja, mach das bitte. Hallo, Murray. Mr. Gordon! Immer eine Freude, Sie zu sehen. Mr. Gordon! Aha. Es ist also auch schon bei Ihnen angekommen, dass ich der letzte Nachfahre der berüchtigten Adelsfamilie bin. Aber gewiss doch. Das ganze Dorf spricht von nichts anderem. Dann ist Ihnen auch nicht entgangen, dass ich nicht nur den Namen, sondern auch das gesamte Black Mirror-Anwesen besitze. Oh, meine herzliche Gratulation zu dieser wunderbaren Erbschaft. Und natürlich mein allerherzlichstes Beileid für den Verlust Ihrer teuren Großmutter. Urgroßmutter. Das Süßholzraspeln können Sie sich für Ihre Touristen aufheben. Die letzten, die noch zu Ihnen kommen. Ich denke nämlich darüber nach, aus dem Schloss ein Hotel zu machen. Ein echtes Gordon's Palace. Hier ist doch alles geklaut. Sogar der Name. Murray, dafür kann ich Sie verklagen. Das ist Ihnen doch klar?
Und ich glaube, das werde ich auch tun. Oh ja. Mr. Gordon, nun, ich gebe zu, wir hatten vielleicht die eine oder andere Meinungsverschiedenheit. Aber Sie werden doch nicht vergessen, dass ich Ihnen immer geholfen habe. Ich war es, der Sie aus dem Gefängnis geholt hat. Und ich war es auch, dem Sie es zu verdanken haben, dass Sie im Wald nicht erfroren sind. Bewusstlos, wie Sie da lagen. Ich habe Phil zu Ihnen geschickt und Sie ins Hotel bringen lassen. Als Mann von Ehre werden Sie das doch nicht mit einem kleinlichen Anwaltsstreit vergelten, oder? Ihre sogenannte Hilfsbereitschaft ist nichts weiter als eiskaltes Kalkül. Ihnen gehört ein für allemal das Handwerk gelegt. Vergessen Sie nicht die Fotos aus Ihrem Schrank, die eindeutig belegen, dass Sie sich Ihr Taschengeld mit Erpressung aufgebessert haben. Wenn ich damit rausrücke, sind Sie erledigt. Mr. Gordon, ich appelliere an unsere Freundschaft. Was für eine Freundschaft? Freundschaft? Du bist nichts weiter als ein widerlicher Parasit, der sich am Blut seines Wirtes dick und fett frisst. Ich bin die längste Zeit dein Wirt gewesen. Ja, mehr noch. Ich werde dafür sorgen, dass du keinen anderen mehr finden wirst, den du aussaugen kannst. Ich werde dein Parasit sein. Was meinst du, wie lange du mich aushalten kannst, du Wurm, hä? Ich werde dir dabei zusehen, wie du zugrunde gehst und mich an deiner Qual laben. Und eines Tages wirst auch du in einem Keller neben Leichen aufwachen. Falls du überhaupt aufwachst. Schönes Leben noch! Oh Gott. Dem hab ich's gegeben. Der wird sich hüten, mir nochmal in die Suppe zu spucken. Wie einfach das doch ist. Nur ein bisschen Druck ausüben und schon knickt alle Welt vor einem ein. Wen könnte ich denn als nächstes das Fürchten lehren? Tom. Oder lieber diesen tätowierten Knastbruder. Oder dieser komischen Alten, die immer von mir abhaut. Diese Nervenziehen gehören mal ordentlich zurechtgestutzt. Ich frage mich, warum ich nicht schon früher auf den Tisch gehauen habe. Schluss mit der ängstlichen Duckmäuserei. Ab jetzt wird abgerechnet. Adrian? Fuck. Das hört sich irgendwie gar nicht nach mir an. Nein. Eher wie das, was Victoria über Mordred erzählt hat, als er anfing, sich zu verändern. Er misstraute allem und jedem und wurde immer feindseliger. Ja. Ich muss mich wirklich zusammenreißen. Ja, das müssen wir auf jeden Fall. Und es wurde auch gleichzeitig ein Secret wieder freigeschaltet. Wie es hier weitergehen wird, das sehen wir aber erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.